Hallo Ho, ich grüße dich für Jetzt TV. Grüß dich, Andi. Also du bist sehr bekannt für deine Darshans und bist ein geschätzter Vermittler der Botschaft des Advaita. Und deswegen möchte ich dir jetzt für Jetzt TV ein paar Fragen stellen. Und ich finde es schön, dass du dich zu dem Interview bereit erklärt hast. Danke sehr. Meine erste Frage ist, kannst du mir in deinen Worten schildern, was Advaita genau bedeutet? Freies Leben. Freies Leben im natürlichen Ausdruck. Frei von Gedankenformen. Die Lehre der Nicht-Dualität, von der das freie Leben im absorbierten Ausdruck keine Ahnung hat. Weil es sich ereignet von selbst, aus dem Selbst, im natürlichen Flow des Lebens. Und da ist aber das Denken ist ja auch integraler Bestandteil dessen, oder? In der radikalen Absorption ereignet sich das Denken wie das Atmen. Ja. Also auf deiner Website steht, dass es dir um das Erkennen der einen Wahrheit aller Buddhas geht. Und das ist das, was ist damit gemeint? Da zu ruhen, bevor jedwede Frage oder Antwort aufgegriffen wird. Und dennoch antwortet es, obwohl es nicht weiß, wie es antwortet. Das Natürliche aus sich selbst heraus geschehen. Die Bäume wissen es und auch die freien Menschen wissen es. Und von daher wird auch der Mentalapparat verwendet. Kann man denn die Menschen, die es jetzt nicht wissen, wirklich als unfrei bezeichnen? Oder sind die nicht auch auf eine Art natürlicher Ausdruck des Seins? Jede Kategorisierung ist nur erdacht. Die Kategorisierung von unfrei, die Kategorisierung von frei, die Kategorisierung von teilweise unterwegs, wie auch immer, ist Mind, projizierter Gedanke, der geglaubt wird. Also ist es eigentlich, geht es nicht um frei oder unfrei, sondern dass das, was unfrei genannt wird, vielleicht mehr kategorisiert. Es geht ausschließlich um das Zurückklappen in den natürlichen Zustand. Welcher Gedanke auch immer geglaubt wird, es klappt einfach zurück. Und der freie Ausdruck ist ein Resonanzpointer für Menschen, das heißt, zu sein, es zu verkörpern, ist der Resonanzbeutel für andere Menschen, weil jeder Mensch das ist, ja. Bereits ist, daher ja. Die Stille ist einfach. Ich frage mich nur, ob es so wirklich so etwas wie einen natürlichen oder einen unnatürlichen Zustand gibt. Die Kategorisierung natürlicher und unnatürlicher Zustände ist ebenfalls eine Kategorisierung ja. Des Geistes, daher. Der natürliche Zustand weiß nichts vom natürlichen Zustand. Und dennoch kann dann aus dem natürlichen Zustand darüber gesprochen werden. Mhm. Aber es ereignet sich und es wird nicht von einem Ich sozusagen konzeptualisiert. Mhm. Also kann aus dem natürlichen Zustand auch der unnatürliche, in Anführungsstrichen, wenn wir es jetzt mal so nennen, das ist natürlich nur eine Kategorisierung, verstanden werden und hingedeutet werden auf den natürlichen Zustand jenseits von Konzepten. Worum es geht, ist ausschließlich praktisch. Das heißt, radikal still, grundlos still, einfach absorbiert und es drückt sich aus. Und es ist die Erinnerung für alle Menschen, dass es möglich ist, frei zu leben, frei von Gedanken.
und von daher Gedanken zu verwenden. Also wahrscheinlich frei von dem Gedanken, irgendwie sein zu müssen, jemand sein zu müssen, besser sein zu müssen als andere. All diese Sachen, die Kopfschmerzen, Depressionen bereiten. Auch die Idee der Okayness ist transzendiert. Ja. Selbst die Idee der Okayness. Die Idee der Okayness ist eine wesentliche Idee als Konzept und dennoch im freien Bewusstsein weiß das freie Bewusstsein auch nichts von Okayness und Nicht-Okayness. Ja, das ist dann auch nur eine Kategorie, eine Geschichte, wie sie manche auch nennen. Da geht es eigentlich einfach nur, das ist, was ist. Und selbst das ist wieder eine Geschichte. Wahrscheinlich. Es ist ein Geschenk zu atmen, es ist ein Geschenk zu hören, es ist ein Geschenk zu sprechen. Ja. Es ist ein Geschenk zu leben, ohne dass es die Idee, dass es ein Geschenk ist, glauben müsste. Ja. Es ist so natürlich. Die Soheit des Sich-Erlebens. Deckungsgewahrsein, im Erschmecken, in dem dieses Wollen und Wünschen auf eine vorbestellte Zukunft ausgerichtet einfach in sich zurückgefallen ist und es einfach verkostet wird. Ja, das etwas Traurige ist ja, dass die meisten, dass viele Menschen, die das hören und das nicht kennen, das sind natürlich auch alles Konzepte, auf die wir hier zurückgreifen, wenn wir überhaupt reden, aber ich benutze hier, das ist nur notwendig für ein Interview, dass da ja dann oft die Idee ins Jetzt kommen, ich muss näher an das Jetzt kommen, ich muss ins Jetzt kommen, oft populär wird und der ganze Witz bei der ganzen Geschichte ist ja, dass es näher als nah ist, dass man nicht ins Jetzt kommen kann, weil man das jetzt ist, wenn man das so ausdrücken mag. Hier jetzt ist frei von jeder Idee von hier jetzt. Ja, vor dem Gedanken. Vor dem Gedanken von Freiheit sogar. Es fällt in der Absorption in den ökonomischen Zustand, in den Zustand, in dem überhaupt nicht investiert werden muss, in Gedanken. Nachdem es ausgesponnen hat, sozusagen dieses Triebwerk des endlosen Gedanken, Rotierens und Wollens und Wünschens und Nichtwollens. Aber das eine Wort, mit dem ich nicht so konfrontiert bin, ist Absorption. Wie meinst du das? Absorption des Ichs oder des Ego-Gedankens, des Trennungsgedankens? Die Absicht ruht in der Quelle. Die Absicht geht nicht mehr auf Reisen, die Absicht kehrt sich um in die Implosion. Die Bewegung, etwas erreichen zu müssen, die Bewegung auf eine Zukunft, erlischt im Ursprung. Und dann ist es freie Entfaltungsmotivation des Seins und nicht eine Erwartungsmotivation als ich. Ja, also aus meinem Erleben, da ich viele Sachen mache, die darauf konzeptuell darauf programmiert sind oder so, auf ein zukünftiges Ergebnis, wie zum Beispiel einen Film kreieren und auf eine gewisse Art schneiden, um dann eine gewisse Art von Effekt zu erzielen. Aber selbst da geht es dann nicht mehr primär darum, dass dann ein Ziel fertig ist, das dann irgendwie sein muss unbedingt, sondern es geht um der Weg ist das Ziel, das alleine Erfahren dessen, der Kreation und dann vielleicht aber auch des Anschauens, des Ergebnisses und wieder weiter geht's. Das ist einfach nur ein reines, unmittelbares Geschehen, in dem auch Planung und diese ganzen Sachen einfach nur integraler Bestandteil des Ausdrucks sind. Die Absorption ist viel griffiger, als dass ich das Ziele ersinnt.
Es ist genauso griffig wie die Entfaltung in den Bäumen, die Photosynthese, ja. Dass die Bäume blühen, dass sie Früchte bringen. Genauso einfach. Ich finde es nur spannend, dass gerade, ich sage jetzt mal, der Mind, der Verstand beim Menschen ja in der Lage ist, die Zukunft zu projizieren und dadurch dann Sachen zu erschaffen oder auszudrücken, die jetzt zum Beispiel durch Tiere oder Pflanzen nicht zum Ausdruck kommen, was ein Beispiel ist dafür, einen Roman zu schreiben oder einen Film zu machen oder ein Theaterstück aufzuführen. Da ist ja immer ein späteres Ergebnis irgendwie Teil auch des momentanen Denkens, kreativen Schaffens. Und das ist das Faszinierende, finde ich, daran, dass das sich nicht ausschließt, diese kreative Entfaltungsprozess, und dass das aber alles Ausdruck des unmittelbaren... Das imaginativ-schöpferische ist in ständiger Anbindung. Ja. Und es geschieht von selbst, und ja. Es geschieht Planung, und es geschieht... Ja. Ohne Erwartung. Ja. Es ist einfach die Entfaltungsdynamik des Sicherspürens. Ja. Ja, das ist der Unterschied. Für viele geht es ja wirklich nur um später und dann ist es endlich fertig und dann bin ich endlich jemand oder was in dieser Richtung, dann habe ich das tolle Auto und dann habe ich die tolle Frau und dann bin ich jemand. Und da scheint es ja irgendwie immer wie so ein Hamsterrad auf was anderes hinzugehen als das hier. Einfach nur auf irgendeine Utopie, wo dann alles gut ist oder so. Das kindliche Visionäre in jedem Moment. Das Staunende, das Lauschende, die Begeisterung des freien Momentes. Hm. Ja, das ist das Besondere. Wenn man Kindern zuschaut, dann sieht man die Frische, die Neugier. Ja, das Leben fürs Leben an sich, nicht für einen Sinn oder einen letztlichen Zweck. Für gar nichts, für kein Objekt, für kein Subjekt, sondern einfach die pure Lust am Leben selbst. Hm. Ja, da kommen wir genau zu dem Punkt. Ich habe auf deiner Website oder auf JetzTV, habe ich jedenfalls gelesen, bei der Beschreibung von dir, dass einer deiner erklärten Ziele, in Anführungsstrichen, ist es, Menschen therapeutisch durch die Bewusstmachung und Transformation des Leidens zu ganzheitlicher Heilung von Körper, Geist, Seele und zu innerem Frieden zu begleiten. Kannst du was dazu sagen? Ja, das ist noch sehr geschwollen formuliert und das ist eine Formulierung aus dem Jahr 2003, glaube ich, wo die Website sozusagen installiert wurde und ich habe an dem Text nichts geändert, aber ich würde es nicht mehr so geschwollen formulieren, sondern im einfachen, freien Sein verändert sich alles. Und es lebt aus der Resonanz, es lebt in der Losgelöstheit der Kraft, der Präsenz, der freien Präsenz. Und es gibt keine Idee von Therapie, es gibt keine Idee von Weg zeigen, es ist einfach der freie Ausdruck der Non-Dualität. Denn wenn es jemanden gäbe, der als Lehrer, Schüler irgendwo hinführt, dann wäre ich wieder in der Dualität und der Schatz des Lebens selbst ist zu kostbar, um es sozusagen wiederum in ein Subjekt-Objekt-Lehrer-Schüler-Spiel umzumünzen oder, wenn du so willst, freies Therapeutenspiel mit einem Patienten oder Klienten, sondern es ist einfach das Leben, das sich erschmeckt. Und ja, naja, wobei ich habe auch eine Zeit lang wirklich dieses Lehrer-Schüler, diese Idee eigentlich abgelehnt und nicht gut gefunden. Aber ich habe gemerkt, dass es für manche Menschen da sich eher was öffnet, wenn sie erstmal die Idee eines Lehrers haben und dann und das jetzt das einzig Positive dadurch ist, dass eine Öffnung stattfindet, die Bereitschaft, dem Lehrer zuzuhören, sich dem hinzugeben, bevor dann gemerkt wird, dass der wahre Lehrer der Satguru ist, also das Leben selbst und nicht irgendwie irgendeine Person und sich das nur durch die Person höchstens ausdrückt, aber dass dieses Lehrer-Schüler-Sache eigentlich nur eine
Mittel zum Zweck ist, dass, weil manche Menschen sich eher einem Lehrer erstmal bereit sind zu öffnen, als dem Mann von nebenan, der sagt, ey, ich bin dein Kumpel, das ist alles einfach nur das. In dieser energetischen, in diesem energetischen Moment des Flow wird es so formuliert, es kann auch ganz anders formuliert werden und dann kann es sein, dass ich sage, ja, ich bin spiritueller Lehrer. Ja, genau. Das ist genauso möglich, aber es ist in diesem Moment so, wie es sich formuliert. Ja, es in diesem unmittelbaren, jetzt erlebbaren Kontext des Zusammenseins. Ja, es ist nicht ausgeschlossen. Des Lebens, sodass es alle Formulierungen im morphogenetischen Vernetzungsfeld annehmen kann und sich dann ganz anders formulieren kann. Weil es eben nicht genormt ist, weil es keine Meinung ist, weil es keine Positionierung ist, sondern die Sprachenergetik frei verwendet wird aus dem Moment. Genau. Ja, das meine ich. Das, ich habe halt einfach nur gemerkt, dass je nach Mensch oder Mind, wie auch immer, und das sehe ich jetzt nicht als getrennte Objekte, sondern dass da einfach ein Schlüssel in ein Schloss besser passt als das andere und dann wird beim einen was offen, wenn er beim Tony Parsons zuhört und dem anderen eher, wenn er dann Muji, der dann doch auf einem Podest sitzt. Und das ist irgendwie ein lustiges Spiel. Aber jetzt das Lustige ist, dass hinter jedem Schloss, wenn es dann geöffnet wird, offenbar wird, dass es gar keine Schlösser eigentlich gibt. Das also alles Wesentliche einfach dahinter, das Wesentliche dahinter, wo es einfach eine bestimmte sprachliche Formulierung aus dem Moment verwendet, die verwendet werden will. Ne? Wie auch immer es sich formuliert. Kannst du was zu der Transformation des Leidens sagen? Also besonders des Leidens, wenn jetzt ein Mensch zu dir kommt, der eigentlich nur sich die ganze Zeit Gedanken macht, sein Leben findet er unvollständig, unglücklich und will eigentlich die ganze Zeit irgendwas anderes und ist unglücklich mit sich und mit dem Leben. Dann kann ja eventuell durch das Gespräch mit dir, wer weiß, eine Transformation des Leidens geschehen. Früher hast du es so formuliert, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch machen würdest. Kannst du dazu was sagen? Es wird fallen im Resonanzfeld. Das Sein findet Wege jenseits von Gedanken in der Unmittelbarkeit, einen Pointer zu liefern, sodass es fällt, sodass die Lücke genutzt wird. Sodass die Lücke nicht in der Erwartung, im Verständnis hängen bleibt, sondern einfach im Schmelzen lebendiger, präsenter Energetik. Das heißt, es wird dem Konzept der Vorstellung von allen Ideen von Leiden und Leidensauflösung einfach der Wind aus den Segeln genommen, in der Unmittelbarkeit und der Schärfe dieses Moments. Das heißt, es geschieht Energiearbeit, die sich frei aus dem Sein erhebt, ohne therapeutische Vorstellungen. Und dennoch können alle Bausteine, die gelernt wurden, in Neuabmischung verwendet werden. Und die Frische dieses Momentes ist etwas, was einfach wach küsst. Das ist meine Erfahrung. Ja, in der Regel sind viele Menschen ja von dem Denken so vernebelt, sag ich jetzt mal, dass es immer nur um was damals war, wie ich damals war, wie ich morgen sein werde und sein soll, dass das die Frische des Momentes ja geradezu wie Wolken den Himmel, der immer da ist, ja, und die Sonne, die immer leicht dahinter scheint, wie scheinbar so zunebelt. Und dennoch eine herzliche Umarmung kann einfach viele Worte und Gedanken zum Fall bringen, ohne dass es jemanden gibt, der in Absicht hätte, irgendetwas zum Fall zu bringen. Da die Intelligenz nicht in Konzepten arbeitet, sondern die Intelligenz einfach sozusagen organismisch gestaltet. Planlos aus sich selbst heraus. Aus sich selbst heraus. Also kannst du auch gar nicht irgendwie in irgendeiner Form urteilsmäßig darüber sprechen, dass so viele Menschen
oder bei so vielen Menschen oder bei so vielen Körper-Geist-Systemen, wie auch immer, Körper-Geist-Erscheinungen, das Denken so stark ist, dass es eher um Ziele und um besser werden geht als das Schmecken des Momentes? Dass wir wiederum das Denken im Nicht-Gedachten, Erspürten, Unmittelbaren ist der Schlüssel. Jedwede Idee einer Beanstandung oder Bewertung oder jede Idee überhaupt, die geglaubt wird, ist wie ein Wölkchen am Himmel des freien Hirnseins und die Entwaffnung geschieht einfach. Keine Ahnung. Aus sich selbst heraus. Aus sich selbst heraus. Und dann verwandeln sich die Energieebenen von selbst und das Leben weiß, wie lange es braucht. Kannst du was zu dieser Illusion sagen, die Illusion getrennt zu sein und sich halt nicht als Ausdruck des Lebens, sondern als Ding zu empfinden, das in Zeit was erreichen muss mit Hilfe eines anderen Dingens oder so, diese einfach über diese Trennungsillusion. Kannst du dazu was sagen? Kein Wunder, dass die Plastizität des Bewusstseins durch so lange Indoktrination, Lernprozesse über Schule, über Organisationen, über Meinungsbildung, über Medien, dass eben die Plastizität dieses Bewusstseins genau in diese Richtung getrimmt wurde und daher diese Ernte. Ne? Und wenn erkannt wird, welcher Wahnsinn hier getrimmt wurde und angenommen wurde, kann es einfach losgelassen werden, kann sich schrittweise einfach lösen, gespürt werden, gefühlt werden, erlebbar, gesehen werden und dann gelassen werden und sich auch wieder schrittweise auflösen. Ist denn an dem reinen Gefühl, ein Selbst zu sein, zum Beispiel wenn man sich verletzt, oh mein Fuß oder ich liebe dich, Schatz, grundsätzlich, also ganz grundsätzlich, was falsch oder schlecht? Es gibt eine Zuordnung, eine Erfahrung von Schmerz mit einem bestimmten Körper-Geist-Mechanismus. Und das ist das Illusionäre, die totale Erfahrung, freie Erfahrung der Sensorik von Empfindung, auch von Schmerzwahrnehmung über das neuronale psychophysische System ist etwas Natürliches. Und wenn es nicht mehr zugeordnet ist, dann ist auch die immunobiologische Kraft wesentlich freier zur Verfügung, um dem zu begegnen. Aber ich meine trotzdem, auch wenn zum Beispiel bei einem Menschen, wo das jetzt klar ist, ja, sag ich mal, ist es doch kein Widerspruch trotzdem noch zum Beispiel, ich liebe meinen Vater oder so zu sagen, oder ist das dann als Illusion erkannt einfach nur noch hinfällig und findet nicht mehr statt? Ich glaube, das widerspricht sich nicht unbedingt, weil es ist ja auch eine ganz normale menschliche Erfahrung, die Liebe zu der Mutter oder irgendwie so. Es gibt dann eine tiefe Intimität von Fühlen, von sich erleben, von, wenn du so willst, einfach freier Empathie. Mhm. Dann ist also praktisch die Hinterfragung dessen, oh, ist das noch okay, wenn alles nur sein ist, dass ich meine Freundin liebt, ist auch nur wieder denken, das wieder was einordnen und kategorisiert und hinterfragt, oder? Letztlich. Es ist ein Geschenk, auch wenn es passiert, die Identifikation. Wenn sie nämlich bewusst gesehen wird, kann sie sich in der Plastizität lockern. Aber sie ist dann nichts Schlechtes oder Schlimmes? Sie ist nicht gut, sie ist nicht schlecht. Es ist ein Geschenk, dass es sich so zeigt und vollkommen sein darf und vollkommen so mit allen Bewertungen erlebbar ist und zugänglich ist.
Die Bewertung ist ein Projektionsirrtum des Geistes. Mhm. Jedwede Bewertung, die Wurzel und das Blatt und die Blüte und die Frucht, das ist eine beliebige Möglichkeit, einfach Etikettierungen zu glauben, die in Wirklichkeit nicht existieren. Ja, es hat höchstens praktischen Nutzen, dass man erkennt. Kommunikativ praktischen Nutzen aus. Das Holz ist besser für den Tisch als dieses, aber nicht der Mensch ist besser als der, weil er mehr glaubt. Und dann kommen solche Konzepte wie Dummheit oder Klugheit ins Spiel, die dann auch nützlich zu sein scheinen, um sich zu profilieren und vollständig zu fühlen, indem man etwas abwertet und dafür eine künstliche Aufwertung erfährt. Ein solches Spiel ist das. Es reift in der Demütigung, der Verfeinerung der Demütigung, subtiler Ich-Projektion. Mhm. Es ist ein Geschenk, wenn es sich sozusagen, wenn es sozusagen ins Fettnäpfchen tappt, immer wieder neu in feinerer, subtilerer Bezeugung. Ja, es ist dieser Wunsch der Ego-Erscheinung, das Richtige hinzukriegen, sich selbst richtig hinzukriegen und vielleicht durch irgendwelche Tricks oder auf Kosten anderer sozusagen. Und es muss immer scheitern. Das ist ja gerade das Geschenk, dass der freie Ausdruck auch die Bekräftigung ist, du bist vollkommen willkommen und du bist hier, wie auch immer, mit aller Last gedacht oder wie auch immer. Mhm. Es gibt einfach so etwas wie einen natürlichen Respekt. Der Reifung, der Verfeinerung, dass es zu Ende ist und immer wieder weiter darüber hinausgeht, in diesem Hiersein, in der Reifung des Menschseins. Ja, ich finde, wenn ich mich erinnern kann, war in den Satz, es ist etwas besonders Schönes, dass da nicht irgendwie, man erspürt richtig, auch als jetzt mehr ich, wo das Ganze noch nicht klar ist, dass man willkommen ist, wie man ist und dass es nicht darum geht, du musst dir wieder irgendwas werden oder was Bestimmtes sein, sondern dass erstmal die Freiheit da ist, das einfach nur okay ist, was ist oder was man vielleicht sogar glaubt zu sein oder wie auch immer. Diese Einladung, die man gar nicht mehr kennt. Die Vorgaben sind erstorben. Mhm. Der Frosch ist längst in den Teich des Herzens gesprungen und er springt ständig neu. Ein beständiger Anfang. Das Geheimnis der Geburt des Menschseins vollzieht sich ständig neu. Denn das Leben lernt von sich selbst in allen Geschöpfen. Da der Lehrer dem Sein in allen Geschöpfen immanent ist, ja, es ist so viel frischer, wenn ein Mensch nicht mehr als ein Mensch gesehen wird, sondern als das, was man auch ist. Das Geschenk der Möglichkeit der Entwaffnung und sich leichter dem hinzugeben, wenn der Raum offen ist, wenn der Raum der Liebe frei ist und wenn da niemand ist, der etwas fordert von einem jemand. Ja. Dann werden auch die vermeintlichen Ungereimtheiten zum Geschenk der Läuterung, der Reifung feiner und tiefer sich ausdrücken und erleben zu dürfen. Aber gehört zu diesem Erleben immer noch auch Wut oder Streit oder ist das ausgeschlossen aus der Erfahrung? Was auch immer sich
erheben und zeigen möchte, ist willkommen. Weil, wenn ich Tiere ansehe, kommt es mir vor, als wenn da das Natürliche so also da braucht man gar nicht darüber reden, das ist einfach von sich aus gegeben, weil da nichts ist, was etwas durch ein Ego-Gedanken filtert, sondern auch einfach nur ist, was ist. Jedenfalls, wenn ich zum Beispiel Katzen oder so beobachte. Und trotzdem kommt auch da vor, dass sich gegenseitig angefaucht wird oder Kämpfe entstehen oder wie auch immer. In der lebendigen Spannkraft wird auf Maßregelung und Freispruch verzichtet, sondern das Leben agiert aus dem unbekannten, lebendigen Vernetztsein heraus. Es kann sein, es kann sich wild gebärden und sanft gebärden und es kann Einhalt gebieten und es kann regungslos einfach im Bezeugen ruhen und es kann total im Nichttun eines Geistes agieren und sich einmischen. Das gesamte Repertoire steht zur Verfügung. Ich könnte es auch anders formulieren, ich bin sehr aggressiv, aber ich bin frei von Gewalttätigkeit. Beziehungsweise es ist möglich, die Tendenzen der Gewalttätigkeit immer feiner und feiner und feiner in der Bezeugung einfach zu erspüren und zu sehen und so. Das Geschenk der Verfeinerung des Reifens im ewigen Seinsraum hier zu sein. Das Geschenk der Verfeinerung der Geburt des Menschseins. Die Justierung, die energetische Feinjustierung mit allen Eruptionen, die sich dazwischen erheben können. Der Wert des lebendigen Lernens. Von innen zu schauen, von innen zu spüren. Es ist einfach so ein Wunder, dass es um nichts geht und unendlich wertvoll ist. So ein Wunder. Ja. Dass es niemanden gibt, der dem jemals gerecht werden könnte. Niemals. Niemals. Eine Idee. Gerecht werden dass es kann. Gut tut, zu leben und Wasser zu trinken. Und ja, ist es nicht ein Witz, dass Vollständigkeit vielleicht sogar die größte Idee ist? Vollständigkeit, vollendet sein, das ist so ein Witz. O du heilige Zwangsjacke, du große, weite, universell gedachte, vorgestellte. Und dennoch der Wert der Schärfe, der Wert der Demut, der Wert der Feinjustierung, der Nutzung der Ausdrucks- und Erlebnisenergetik. Anstandung und die Beliebigkeit des Laissez-faire fallen zusammen in die Kraft der Feinjustierung der Mitte. Der Geschmack des Lebens kann auf den Punkt gebracht werden. Das heißt, es ist ausschließlich praktisch. Ja. Oh, da kommen keine Worte hin. Und du heiliger Hintern. Ja, jetzt wirkt jedes Wort einfach nur noch schwer. Und jede Frage noch schwerer. Der Bauch weiß Bescheid und die Ohren wissen Bescheid. Ja.
Fragen sind auch immer Fragen. Eine Antwort Fragen in der Zukunft. Antworten, Fragen, bla bla. Und Antworten, Fragen und das Fragen und es gibt Hallo. Kein Ende. Ja. Tiger. Vor dem Sprung ist längst gesprungen. Ja. Und er springt immer wieder. Hurra. Er hört gar nicht auf zu springen. Die Frische des Moments. Die Einzigartigkeit jeder Bewegung. Nicht gedacht. Erlebt. Speisekarten, Ade. Ja, statt drüber denken oder reden, schmecken. Ich erlebe das manchmal, dass ich darauf hinweise und sage, das ist es schon, da, was ist gerade, wo ist gerade das Problem, wirklich, wenn ihr guckt einfach nur, was ist jetzt gerade, wo ist ein Problem. Und manche, die dann davon schon ein bisschen gehört haben oder sich ein bisschen beschäftigt haben oder ein kurzes Aufblitzen war, dann kommt dann oft schnell die Antwort, ja, ich weiß schon, ja, es ist alles nur ein Gedanken und so. Aber auch das ist dann nur wieder Denken. Es ist so, als wenn der Geist darüber reden will, was Honig wie Honig schmeckt, aber er schmeckt ihn nicht. Das ist so unterschiedlich, diese Ebene von Zeit, wo man darüber nachdenken und reden auch kann. Und es ist aber doch immer nur ein Konzept. Es ist nicht das Schmecken. Die allerschönsten Interviews geschehen im vollständigen Schweigen. Stell dir mal vor, Ramana Maharshi im Interview. Die Eckhart'sche Lehre, die Lehre des Buddha, die Lehre, wo auch die zwei E in das Wasser zurückfallen ja. Und dass der Frosch gesprungen ist. Ja, es ist ja die Stille, die nicht mal die jenseits von Stille ist, die kein Gegenteil wie Lärm oder Stille kennt. Die Stille im Lärm, die Stille. In der dynamischen Bewegung und im Erleben des Lebens selbst. Das ist ja das Schöne, dass selbst Stille eine Idee sein kann, ein Gegenteil vom Lärm, und dass aber die Stille, von auf die hingewiesen wird, die kennt kein Gegenteil. Der Zeuge ist ertrunken und macht keinen Lärm mehr, indem er bewertet und kategorisiert und pickelt. Aufklebt und in der Benennung unterscheidet, sondern er unterscheidet in der Verfeinerung losgelösten Erspürens. Ja, wobei ich sagen muss, dass es auch manchmal das Leben Spaß hat, dieses Spiel der Bewertung zu spielen. Ich arbeite an einer Kritik zu einer Episode, einer Serie, wo mit einem Freund, der Analysevideos macht über diese Episoden, und wir haben das zusammen gemacht, und es fiel mir auf eine Art schwer, weil ich im Endeffekt, und das bringt ihn auf die Palme, nicht wirklich letztlich einen Flaw sehe und nur sehe, dass man anhand von Ideen, wie eine Geschichtsstruktur sein sollte, sagen kann, im Vergleich gibt es da Schwächen und Stärken, aber es ist trotzdem lustig gewesen,
es macht trotzdem Spaß, sich auszudrücken, dieses Spiel von Bewertung zu spielen und zu sehen trotzdem, dass es ein Spiel ist. Also selbst, es kann sich auch offensichtlich ergötzen in diesem Spiel der scheinbaren Ideen und Sachen. Aber es ist so toll, weil wenn gesehen wird, dass das nur Ideen sind, dann spielt das für niemanden mehr eine Rolle. Es geht nicht mehr darum, als ich irgendwie sein zu müssen. Das ist das Ganze. An diesen ganzen Bewertungssachen ist ja ganz lustig und schön sein, nur wenn es geglaubt wird, dann viel unnötiges Leiden kann dann der Fall sein. Der kosmische Stoffwechsel arbeitet jeden Moment in der Autorität seiner selbst. Ja. Das ist so schön, das ist so ein Spiel. Aber ich habe doch noch eine konzeptuelle Frage, und zwar, ich kenne nur durch dich zugegeben das Wort Darshan. Ich kenne sonst nur Satsang oder Non-Duality Talk, aber ist das auch nur einfach nur ein Wort und ist das gleiche wie Satsang, oder gibt es irgendwas, was den Ausdruck des Darshans unterscheidet von Satsang oder Non-Duality Talks? Darshan ist für mich einfach ein anderer Ausdruck für Leben. Und bedeutet genau das, was Satsang bedeutet. Und ich verwende diesen Ausdruck einfach, weil damals vor über einem Jahrzehnt Unze Pakin auch den Begriff nicht mehr verwendet hat. Er hat sozusagen gesagt, die Suppe von der Suppe von der Suppe. Und er hat einfach den Begriff Darshan gewählt, der im Indischen auch diese Präsenz, dieses Hiersein, diese Segnung des Lebens selbst einfach meint. Und Puristen des Advaita, die also als Pandits von der Lehre kommen, konzeptualisiert, werden wahrscheinlich Unterschiede machen, vielleicht in Darshan stärker den Präsenzaspekt des Segens stärker vielleicht betonen, aber ich verwende den Ausdruck Satsang genauso als einfach Ausdruck des Lebens in Freiheit. Also kann man sagen, das sind nur Worte Darshan. Das Leben, das Hiersein, das bewusste gegenwärtig sein und diese, ich habe es einmal Meetings genannt, Meetings mit Ho, aber wie immer, ja. Aber mir erscheint einfach in der Sprachenergetik ist dieser Begriff einfach für mich griffig. Ja, bei mir ist es so, dass ich Satsang am Anfang gewählt habe, aber das klang mir dann irgendwie, weil ich nicht indisch bin und mich auch nicht so wirklich mit den Worten aus der indischen heraus kann, irgendwann. Ich könnte es theoretisch trotzdem verwenden, aber ich fand dann Non-Duality Talk besser, weil es so banal klingt. Und ich habe halt früher selber immer bei Satsang immer gedacht, ich gehe zum Satsang, ich bin besser, ich bin spirituell und der ganze Mist. Ja. Und dann Non-Duality Talk ist vielleicht, das ist auch nur eine Idee, aber es kam mir so rüber, als wenn das irgendwie von Anfang an so ein bisschen banaler ist. Wir sitzen einfach zusammen, wir reden einfach einen Talk und dann... dass es halt wirklich in allem zu finden ist und sich. Aber das ist auch nur eine Geschichte. Letztlich ist es, wie es ist. Das Sein sucht sich einfach die Präsentationsverpackung auf, wie es sich nennen möchte. Und es wird einfach sich finden einfach. Und es kann auch die verrücktesten Spielarten auf den Plan rufen. Ich kann mich noch erinnern, wie in München zum Beispiel beim Rainbow Spirit Festival vor einigen Jahren dann Leute gefragt haben, was ist das jetzt, Darshan? Und dann Satsang alle genau gewusst haben, was sie sich unter Satsang erwarten, und bei Darshan niemand, was ist das? Und also, wo wiederum diese extreme Fixierung auf eine bestimmte Begrifflichkeit daher. Ja. Weil es hier ist, weil es still ist, will ich den Begriff aus dem morphogenetischen Netz aus, der verwendet werden. Ja, es will sich halt in allem möglichen
Spielarten erfahren. Satsang da schon. Auf einem Podest, in einem Hemd vor ein paar Leuten einfach stehen, sitzend am Tisch und einen Tee trinkend. Es gibt keine Vorgaben. Die Gänseblümchen machen es anders als die Schwalben und die Adler gebärden sich wieder anders als die Veilchen und so weiter. Und es gibt Wolken, die sich plötzlich entladen mit gewaltigem Donner und Blitz, und es gibt auch welche, die einfach sanft abregnen. Und ist es nicht unglaublich, diese Vielfalt und doch Gleichheit? Dieses Geschenk mittendrin. Ja. Mittendrin zu sein in allen diesen Erlebnisgeschenken, ohne zum Subjekt oder Objekt etwas degradieren zu müssen in diesem Ausdrucksspiel des Erlebens. Sich drüber oder drunter zu stellen, sondern einfach im Stillen verbunden sein. Hier, jetzt einfach. Ja, ich finde selbst die Erfahrung. Ich finde selbst die Erfahrung als mit Subjekt und Objekt als eine wunderschöne Erfahrung. Ah, ich hab dich lieb, meine Freundin oder sowas. Und dass es auch nur ein Geschenk einfach ist, weil es nicht mehr um irgendwas geht. Es geht nicht mehr darum, du musst mich vervollständigen als meine Liebe oder mein Vater muss mich respektieren oder auch stolz auf mich sein. Und das ist alles nur noch bla bla bla. So, und es ist einfach ein Schwimmen in dem unendlichen, niemals aufhörenden, sprudelnden Wasserfall, der nirgendwo herkommt und nirgendwo hingeht und einfach nur sprudelt. Und man selber nicht wirklich eigentlich letztlich schwimmt, sondern selber sprudeln ist. In der Weite ist es genauso möglich, dass persönliche Spielarten und transpersonale Spielarten, die Reifung der Empathie des Hierseins ist einfach ein Geschenk. Und die Reifung der Empathie des Hierseins geschieht, weil es zu Ende ist. Ich finde auch die Dialoge im Nebenraum, die hörbar sind, einfach ein schönes Geschenk. Ich finde es so, dieses totale Vernetztsein in der Totalität von allem, was du erlebbar ist, das ist so, wo einfach ja, Handynachricht einfach der Ausdruck des Lebens, der Liebe, des Selbst an sich selbst. Ja. Es ist so. Ja, Worte wirken da lächerlich. Finde ich gerade bei mir. Ich kann dazu nichts sagen. Jeder Kommentar wäre nur der Versuch zu bestätigen, was keine Bestätigung braucht. Ja. Und ich denke, wir haben jetzt lange genug Zeit verbracht mit diesem Interview. Ich finde schön, einen Abschluss würde ich gerne finden, aber eine letzte Frage hätte ich noch gerne an dich. Die stelle ich immer gerne als letzte Frage, die finde ich spannend. Verschiedenste Antworten kommen hervor. Also wenn ein dir bekannter und geliebter Mensch, der hat weiter nicht kennt, zu dir gehen sollte und dich verzweifelt fragen würde, hilf mir, also ich bin unglücklich, was kann ich tun, damit mein Leben unglücklich und erfüllter wird? Also der ist nicht so fertig, dass er sofort irgendwie zum Psychiater müsste, aber ist einfach generell depressiv, unglücklich und bittet dich zu sagen, wendet sich an dich, jetzt heraus aus dem, was hochkommt, wie wäre deine Antwort? Wenn ich jetzt sagen würde, mein Leben ist unglücklich, hilf mir, ich finde das einfach nur noch schrecklich. Nimm mal Platz. Trinkst du lieber Tee oder Kaffee? Magst du ein Wasser zum Kaffee? Nimm Platz. Und dann nimmt es seinen Lauf in der Liebe, wie es seinen Lauf nehmen muss, ohne dass es irgendeine Absicht gibt, die Reinheit der Liebesbegegnung drüben ist. Also erstmal also ein offener Raum und dann wird sich eh ereignen, was sich ereignet. Wenn der Raum offen ist.
wird der Mensch sich ausdrücken und sich trauen, sich feiner auszudrücken. Da wird Eruptionen und Tränen und Bewegungen und alles wird seinen Platz haben in der Begegnung der Liebe mit sich selbst. Ich bin dankbar, dass ich es nicht wissen muss und kann, wie das Leben agiert. Ja. Dass es frei agiert und dass ich nicht weiß, wie es sich neu vernetzt in der Begegnung. Das Planen müssen, das Wissen müssen, es ist so schwer. Und kann eh nichts gewusst werden. Das Vertrauen in der Stille ist vollständig. Ja. Kann die Plastizität sich wieder neu und frisch durch alle Schichten neu eratmen? Geschmack zu sein. Ist frei ansteckend. Weil jedes fühlende Wesen bereits das ist. Ja, das ist ja wirklich wunderschön, super, ein sehr schönes Interview, ein sehr schönes Schmecken des Seins. Einfach schön. Lieben Dank dir hoch für deine, dass du hergekommen bist, die Fragen beantwortet hast und danke für, einfach danke.